machen wir eine Challenge rum. Jetzt hier ein 1 gegen 1. Der erste glückliche Gewinner in diesem Video ist... Holzi, wir haben ein Problem. Aber erstmal ehrlich noch. Wir haben ein größeres Problem. Nein, sag nicht, der Platz ist kaputt gegangen. Nee. Oh no. Oh no. Es sieht nicht gut aus, Freunde. Ihr wisst vielleicht, es hat ziemlich geregnet die Tage, also bei uns hier, und das ist passiert. Die Bande ist ziemlich broke. Aber nur die, ne? Nur die erste. Die Folie, die hat nicht gehalten hier. Aber das Gute ist, die eure Bande, die sieht gut aus. Die sieht gut aus. Hier alle Namen am Start. Da haben. Einmal aufessen. Hier Hamza ist noch da. Eihahn. Alle am Start, Leute. Wisst Bescheid. Lassen wir einfach so, würde ich sagen. Ja, kann man nichts machen. Also die Bande hat nächstes Mal besser verpackt. Nicht ganz überlebt. Wir malen da einfach fett was drüber. Holz hier am Einparken. Wow, stark. Wir sind jetzt wieder zu unserem Baumarkt des Vertrauens gefahren, denn wir brauchen so viel für diese Folge. Kleiner Real Talk, Leute. Aha. Wir wollten eigentlich schon letzte Woche weiterarbeiten am Platz. Da haben wir uns getroffen, wollten losfahren, haben dann gemerkt... Was haben wir gemacht? Das Feiertag ist und alles hatte zu. Digga, wir wollten so viel kaufen und ganz Deutschland hatte zu. Wir haben überlegt, nach Holland zu fahren, weil da kein Feiertag ist. Was war das nochmal für ein Feiertag? Christi Himmelfahrt? Ja, Bruder. Fahrt zum Himmel, Alter. Digga, ich bin aufgestanden. Ich habe alle Sachen schon gepackt gehabt. Wir wollten wirklich losgehen. Eli kam sogar vorbei als Verstärkung. Und der sagte uns dann so, ey, ihr wisst schon, dass heute Feiertag ist. Und wir so, nein, woher sollen wir das wissen? Wir sind die Dummköpfe von YouTube. Wir sind jetzt da und jetzt müssen wir erstmal in die Gartenabteilung. Uiuiui. Da, Freunde. Holzi hat noch keinen Führerschein, der rast. Punkt 1 auf unserer Liste ist jetzt nämlich auf jeden Fall ein Fangnetz. Das ist sehr wichtig. Okay. Aber wie wir das bauen, das wissen wir leider nicht. Hier sind wir schon mal bei den Netzen angekommen. Hier gibt es richtig viele verschiedene Netze, die in Frage kommen. So Vogelschutznetze, weil du bist ja so ein Vogel, ne? Ich habe hier gar kein Netz, deswegen brauchen wir uns. Ach so. Wir haben uns jetzt hier für das Obstbaumnetz entschieden. 8x8 Meter. Müssen wir noch ein bisschen zuschneiden. Und weiter geht's. Jetzt müssen wir das Netz natürlich auch irgendwie befestigen. Da hat der Holzi sich schon was rausgesucht, ne? Ja, könnte funktionieren, oder? Ruf mal einmal rein, ob das auch passt. Hallo? Oh, Digga, ist gar kein Loch, Digga. Geht doch gar nicht. Ja, was? Ich hier geprankt, Digga. So, wie viele Stangen brauchen wir im besten Fall davon? Zwei oder drei hätte ich jetzt gesagt. Ich würde drei sagen, glaube ich. Ich würde auch Mitte sagen, noch drei. Und dann werdet ihr sehen, wir haben den Plan. Was kostet die Welt? Ist egal. Ist kostenlos, Digga. Geil, guck mal. Kostet nichts, Bruder. Ehrenmann, Grüße. So. Oh, Freunde, 30 Euro sind jetzt wieder weg von unserem Budget. Das heißt, wir sind noch bei 220. Stimmt das? Irgendwie sowas, ja, ich glaube 220. Wir haben jetzt das Netz und drei Stangen. Und jetzt müssen wir wirklich mal wieder gucken, ob es überhaupt ins Auto passt. Wie immer der Style. Der Klassiker. Das 12-Auto von uns überhaupt groß genug. Rein in die Olga da. Geht das? Genau bis vorne zum Schaltknüppel, Alter. Passt. Ey, das war richtig billig. 5 Euro für so eine Stange, Junge. Schön machst du das. Und die meinten sogar 10 Jahre Garantie. Geil. Passt tatsächlich. Lego. Was ist das denn? Lego. Lego. Ich glaube, du musst erst die andere Seite zumachen. Ah ja. Ich gehe heute Abend noch auf eine Bunga-Bunga-Party. So, die Stangen sind am Start. Und was genau wir jetzt damit vorhaben, zeigen wir euch mal eben. Hier kommt eins dran, dann hier dran, zu guter Letzt hier dran. Sollte doch easy machbar sein, oder? Kann man so hier ein bisschen an der Stange tanzen. Ah ja. Ich sehe das schon vor meinem geistigen Auge. Was dann halt am Ende des Tages der Plan ist, ist, dass wir drei Stangen haben, über die wir dann ein Netz spannen können, weil wirklich alle Leute wollten fangen jetzt. Und das ist natürlich auch schlau, Alter. Das wird der Ball immer runterfliegen. Kleine Side-Info, der ist schon ungefähr 3-4 Mal runtergeflogen, als wir einfach so gespielt haben. Aber ja, mit dem Fangen jetzt wird es nicht passieren. Wir geben jetzt unser Bestes, dass das was wird, Alter. Easy. Wir haben jetzt hier Kabelbinder, ne? Jetzt wird das Ganze hier festgemacht. Muss ja auch befestigt sein hier am Gelände, Leute. Oh mein Gott, Alter. Das ist was los? Nein, das passt wieder nicht. Passt nicht rum. Jetzt können wir nochmal losgehen. Pass auf. Mein Gott. Aber warte. Ich hab echt gedacht, 30 cm würde reichen. Hey, ja, wir können jetzt nochmal losgehen, Digga. Nein, Quatsch. Ich zeig dir einen Trick, Alter. Wir können doch einfach zwei Kabelbinder verbinden und dann... Als ob das geht, Digga. Safe? Ja, natürlich, das ist gar kein Problem. Digga. Du bist einfach ein Genie, Alter. Stark. Dafür kennt man mich. Nicht schlecht, ich wäre jetzt echt nochmal losgegangen, Digga. Ja, das war nett. Wow. Lul. Das sollte auf jeden Fall reichen von der Länge. Das hängen wir jetzt irgendwie da drauf. Und dann sollte das schon irgendwie funktionieren, Leute. Hoffentlich. Der Glatzerfisch, Alter. Ja gut, nicht ganz, wie wir es uns vorgestellt haben, aber es sieht ganz gut aus. Ja, es
Wir brauchen noch eine Stange hier für die Stabilität. Digga, was können wir eigentlich? Kann ja nicht einmal was klappen. Ey, Digga, ist aber auch schwer. Die Leute sagen einfach, mach Fangnetz. Das ist nicht so einfach. Sag dir mal, ey. Oh mein Gott. Digga, ich werf noch drüber. Alter. Okay, der ultimative Test. Ja, das bringt viel. Digga, das ist sehr geil. Er wurde aufgefangen. Ey, hätte ich nicht gedacht, Digga. Ich dachte, Junge, den sehe ich im Sandkasten. Scheint zu funktionieren. So? So hart schießen wir ja auch nicht. Vom Prinzip her funktioniert das. Vom Prinzip her geht's schon mal, ja? Ja, sieht gut aus. Aber jetzt müssen wir das Ganze wirklich noch richtig befestigen, weil so das... Und vielleicht sollten wir es ein bisschen zuschneiden. Ja, ne? Es ist 8x8 Meter. 8x8 Meter. Irgendwie sieht furchtbar aus, aber es hält. Also das ist auf jeden Fall eine spannende Angelegenheit, Freunde. Weil gar keine Spannung auf diesem Netz ist, Mann. Guckt euch das mal an, wie es hier rumflattert. Also 1000 Kabelbinder hier befestigt, damit irgendwas hält. Wow, das ist doch perfekt, Leute. Lass allein. Oh mein Gott. Ja gut, wir haben irgendwie das falsche Netz, glaube ich, gekauft. Das kann man an der Stelle auf jeden Fall mal ganz klar sagen. Wir brauchen ein richtiges Tornetz und nicht so ein Obstnetz. Nee, das geht wirklich nicht. Das ist nicht mal so hoch wie ich, Alter. Das ist schon kaputt, Alter. Das wird niemals klappen. Das wird nicht halten. Wow. Hey, yo. Ich hätte es nicht gedacht. Aber guck mal jetzt. Bro, Alter. Ja, Freunde, wir brauchen noch einen Bambusstab und ein richtiges Netz. Genau. Dann haben wir es geschafft. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Lass auf jeden Fall ein Like da für das Fangnetz hier. Ja, Like. Ein Like gleich ein Netz. Ich habe keinen Bock mehr. Wir nehmen das hier ab. Der Holz, die rastet wieder aus. Karma. Das Netz ist kacke. 15 Euro in den Wind geschossen. Oh, hier haben wir gut festgemacht. Ja, da haben wir ein bisschen zu sehr festgemacht. Ey, oh mein Gott, das ist echt schwieriger als gedacht. Aber wir machen weiter. Wir brauchen schon Netz. Holz, die dreht durch. Ja, wir haben ja noch so viel Netz, Alter. So, das sind ja unsere Bandenleute. Hier auch eure Namen. Könnt ihr euch nochmal reinziehen. Heute kommen natürlich auch wieder 10 Leute auf die Bande, denn ihr habt über 20.000 Likes auf die Episode geballert. Deswegen machen wir das wieder so. Wenn dieses Video 20.000 Likes hat, kommen wieder 10 Leute auf diese Banden. Aber wir haben echt ein Problem. Die Banden, wie ihr seht, sind wirklich mitgenommen. Also man kann Namen noch draufschreiben, alles, aber sie sind nicht. Wetterfest ist das Problem. Aber da haben wir uns natürlich auch was einfallen lassen. Haben wir uns hier richtig, oh mein Gott, ist das schwer, eine riesen Metallbox bestellt, die hoffentlich wasserdicht ist. Stauraum ist, das ist die Umkleidekabine praktisch vom Fußballplatz. Aber ich habe nur Wifi. Schön machst du das, jawohl. Ja, ja komm, schaffst du das, Bruder. Oh, nee. Das ist nie gut, wenn so viele Teile da sind. Also, da bin ich dann mal wieder ganz schnell raus. Bei der Anleitung verstehe ich nur Train Station, Leute. Hier stellen Sie die Torque Limit Ihres Schraubebohrer. Ja, weißt du, was? Alles klar, ich habe keinen Bock mehr, Alter. Moinsen, Leute, Spidey hier. Ratet mal, wer jetzt hier wieder am Schrauben ist. Der Holz hier ist es nicht. Unseren Wassertank haben wir schon mal. Das wäre der perfekte Pool geworden. Aber Holz hier wollte ja lieber diese Tonne da. Die muss er auch noch befüllen. Und natürlich ist die Bohrmaschine auch broke, Alter. Super. Geil. Ihr denkt jetzt vielleicht, das ist doch nur eine Truhe. Ja, es ist auch nur eine Truhe. Aber schaut euch das mal bitte an, was man hier alles machen muss. Das Ding ist, wir hatten ja diese Box, beziehungsweise haben sie immer noch. Aber wenn wir hier die schöne Bande nehmen mit Firemona, sehen wir, diese Bande ist zu groß. Und es klingelt. Oh mein Gott. Hallo? Essen ist da. Jedenfalls, was ich euch sagen will, ist, wir brauchten diese neue Box, weil da jetzt auf jeden Fall... Oder das sieht einfach aus wie ein Whirlpool. Aber hier nehmen wir die Firemona, tun sie rein und es passt tatsächlich super. Wenigstens einmal, dass etwas passt. Schau mal, wer da ist, ey. Ich glaube, die Box ist fertig. Mit crazy Features. Ja, wir können safe einfach einen umbringen und den hier laden. Ah ja, okay. Krass. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Digga, da passt wirklich die ganze Familie rein, Alter. Wir haben mal wieder alle Banden aufgebaut. Der Platz ist soweit fresh. Holzi mit den Skills. Krass. Oh
Oh, da ist nur ein Problem und zwar... Das ist ja noch gar nicht stabil, Alter. Das muss wie Deutschland sein. Deutschland ist stabil, Junge. Wenn man gegenschießt, verrutschen sie, fallen vielleicht um wegen Wind. So, hier ist auch das Ding. Upp, fällt einfach um, Freunde. Aber ich habe da eigentlich ein Rezept noch von meiner Oma. Klasse. Dann nimmst du einfach ein paar Steine hier. Nehmen wir mal eine gute Handvoll. Dann haben wir hier einen Backofen. Packen wir die Steine rein. Machen wir das einmal raus. Zumachen. Machen wir 200 Grad. Bei Umluft. Jetzt warten wir ungefähr 15 Minuten. Ah, fertig. Was hast du denn jetzt da gemacht? Oh, tatsächlich. Ein Backstein. Haben wir Steine gebacken, ist ein... Oh, oh, heiß. Ja, okay, jetzt schnell raus damit. Das packen wir jetzt hier hinter, ne? Schön drauf fixieren. Jetzt schieße ich einmal davor, machen wir jetzt noch 9 Mal und dann haben wir für jede Bande ein. Ja, hoffentlich klappt das auch, was deine Oma dir da gezeigt hat. Wow. Hey! Grüße gehen raus an Oma Gundula, danke dafür. Alle Banden sind mit Backsteinen fixiert. Und jetzt wird es Zeit, die Bande zu verschönern. Mit euren schönen Namen. Ist Bescheid, lasst wieder 20.000 Likes da und dann kommen wieder 10 von euch auf The Band. Jeder hat 5 rausgesucht, diesmal fange ich an und Lego. Der erste glückliche Gewinner in diesem Video ist Hashem! Ein Applaus für Hashem, du hast es geschafft. Komm, du kommst direkt hier zum Hamza, Alter. Ja, ein Haar. Boah, Junge! Beschwer dich bei Holz, die Mann. Als nächstes hast du es geschafft, der Shion! Grüße gehen raus, Shion. Du kommst zum Samuel. Shion! Nice. Geil. Henriette! Oh, nice. Wie? Vielleicht hat er auch einen Henry gewonnen. Hier, Screenshot der Henry, wenn du auf der Bande sein willst. Ah, alles klar, Henriette ist am Start. Was ist denn heute hier los? Lara, Grüße gehen raus. Du hast fast denselben Namen wie ich, nur anderer Buchstabe. Den Namen sollst du vielleicht sogar hinkriegen, oder? Oh mein Gott, Lara, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Super aus, Lara. Feier euch übelst. Würde mich freuen, wenn ihr auch meinen Namen nehmen würdet. Heiße auch Lars. Grüße gehen raus. Natürlich kommst du auf die Wand. Das steht ach so, so, okay. Guck mal, wie er sich Mühe gibt. Koa, Lars, der beste Name, Alter. Nummer 1 ist der Nevio hier. Nevio? Nevio. Jo, Lukas, willst du Vitellwasser trinken? Nee, Vio. Junge, ich bin der Joke Master. Lass ein Like dafür diesen Witz. Nummer 2 ist Jamie. Ah, nee, Vio. Jamie. Asmiu, ja, Asmiu. Ich hoffe, er hat sich nicht verschrieben oder sie. Vio. Asmiu. Und Emanuel, der kommt zum Samuel. Well. Boah, Junge, ich hab so eine geile Stimme. Guck mal, Samuel und Emanuel sieht einfach gleich aus. Die allerletzte Person. Die allerletzte Person. Tommy. Hallo an Leila. 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 Boah, geil. Junge, wie geil diese Bande. Die Bande, 20 Leute jetzt hier schon drauf, Alter. Boah, ich glaube, wir müssen alle so irgendwie voll malen. Vielleicht nicht alle mit Namen, aber alle so richtig. Boah, Junge. Geil. Hallo Herr Holz, Sie haben Sie nicht letzte Folge ein Versprechen gemacht? Ich verspreche mich immer. Was ist denn? Nee, du wolltest pro Like hier in deine Eistonne ein Glas Wasser füllen. Die sieht ein bisschen leer aus. Wird sich gleich ändern, dass die Tonne so leer ist, denn auf dem Video sind Schlage und Sage. Keine Ahnung, wie dieses Sprichwort geht. 31.000 Likes einfach, Junge. 31.000 Mal darfst du jetzt da lang gehen. Junge, wird safe schon bei 1.000 Mal full sein. Versuch die mal voll zu machen, Holzi, Bro. Ich glaube, ich habe daneben gemacht. Ah, muss ich auch mal gehen. Deutschland ist stabil, Junge! Ey! Deutschland ist stabil, Junge! 3000 Jahre später. Was, wie viele Glas ist es jetzt? Digga, kein Plan. Ich habe bei 500 aufgehört zu zählen, Digga. Kann nicht mehr, Digga. Warum hast du eigentlich nicht den Eimer hier genommen, Bruder? Geht doch safe schneller mit dem Eimer. Hier. Hättest du das nicht ja eher sagen können? Denn du musst erst mal die Basics machen und dann kriegst du den Eimer. Okay, dann jetzt mal Eimer. Okay. Geht doch viel schneller jetzt, oder? Guck mal einer an. Eigentlich nicht, Digga. Wieso? Ist doch immer noch dasselbe. So. Ich glaube, er hat es nicht ganz verstanden. Was haben wir denn hier? Digga. Oh. Das ist todeskalt, Digga. Ja. Ist kalt? Ja, Junge, ist überkalt, Alter. Ja, da habe ich das Richtige. Digga, nicht dein Ernst. Junge, jetzt ist ja wirklich eine Eistonne, Alter. Das soll eine Eistonne sein, oder? Digga, ist ja jetzt schon todeskalt. Keine Belohnung mehr, das ist ja eine Bestrafung geworden. Du wolltest eine Eistonne und jetzt kannst du da auch reinsteigen, Alter. Weil du hast die voll gemacht. Puh,
Jetzt hast du das hier aufgefüllt. Viel zu kalt, Alter. Du kriegst dich dran. Du hast doch noch eins. Ja, normal, Alter. Dann machen wir eine Challenge drum. Jetzt hier ein 1 gegen 1. Feld zu Feld. Ihr kennt den Hasen nur auf unserem Platz jetzt. Man darf nicht über die Linie. Wer das erste Tor schießt, gewinnt. Okay, schauen wir mal, was der Platz hier so taugt. Okay, okay, Mr. Jeanshose. Ich darf das Ding jetzt sehen, ne? Okay, ja. Was zur Hölle? Let go. Okay, ich habe schon lange Fußball mehr gespielt. Machen wir bis zwei, komm. Ah! Wow, krass! Boah, abgewehrt. Noch ein Tor. Jetzt so entscheidet. Letztes Tor entscheidet. Bruh. Okay, Smiley geht rein, aber ich halte meinen kleinen Finger rein. Wie unser guter Freund Alberto uns schon immer gesagt hat, abtauche. Alter. Digga, von einer Skala von 0 bis kalt, wie kalt ist es? Oh mein Gott. Bester Mann, Alter. Weil das letzte Mal ja so super geklappt hat mit unserer Anzeigetafel. Was du denn? Gar nichts. Ja, warte doch. Danke dafür, Holzi. Habe ich jetzt mal was Oldschool-mäßiges besorgt. Und zwar ist das eine Tafel als Folie, Freunde. Also ohne Stecker und Elektro ohne und so. Ohne Kaputtmachmöglichkeit. Okay, Alter. Geil. Ja, ich krieg das irgendwie, kriegst du das immer kaputt, das Alter. Das nehmen wir jetzt an eine Wand, aber an welche, Bruder? Weil wir können das ja abmachen. Dann hängen wir das Schild einfach da vorne hin. Lebt das doch. Das nehmen wir später. Jetzt bin ich gespannt, ob das überhaupt funktioniert, Alter, was ich mir vorgestellt habe. Kreide. Folie. Das ist die Folie, die jetzt da dran kleben muss. Oh Mann. Ja, also viel schlimmer als wie mit dem Monitor kann es ja nicht mehr werden, Alter. Ne? Ja, warte doch! Bisschen Gewalt. Scheint gut zu funktionieren. Oder bitte kleb los. Ja, wir haben uns das so schön ausgemalt. Nein! Ja, einer muss einen Tag lang so stehen vielleicht. Also ob das eine gute Entscheidung war. Haben wir das jetzt geklärt hätten? Bisschen Retro-Style, ja? Muss ich nur zu helfen wissen. Autos. Super! Sieht das kacke aus, Alter. Hab ich mir anders vorgestellt. Ja. Und da wir nie Gäste haben, können wir den auch eingestreichen, Alter. 1-0. Ich find's super. Ich meine, so ein Monitor im Vergleich dazu wäre auch einfach schlecht das gewesen. Das sieht aus wie eine verkackte Kegelbahn hier. Wer kam nochmal auf die Idee? Ja, ich. Also das Denken solltet ihr uns auf jeden Fall nicht überlassen. Deswegen schreibt jetzt in die Kommentare, was wir noch brauchen auf dem Platz. Und wie wir das am besten auch machen, weil das ist die große Schwierigkeit. Ihr sagt Fangnetz. Wie sollen wir Fangnetz machen, Alter? Let's go, Freunde! Woohoo! Geiles Tor, Holzi, Bro! Leute, ihr habt gesehen, was wir heute alles geschafft haben. Eistonne ist da, Netz ist so halbwegs da. Ist gerade nicht mehr da. Die Anzeigetafel aus der Steinzeit ist da, Freunde. Eine Gefriertruhe, wo wir Leichen verstecken können. Die Bande, ganz wichtig. Ne? Und Namen, deswegen lasst auch wieder ein Like da. Macht ein paar Kommentare full, ne, mit euren Namen. Und bei 20.000 Likes kommen auch die nächsten 10 Namen drauf. Vielleicht die letzten. Weil wir haben noch mal allzu viel Platz da. Ne? Genau, wir haben ja nur noch 9 Banden sonst. Stimmt, ja, da kommt vielleicht was anderes drauf. Ah, nur für Thumbnail hier. Ja, abtauchen. Ah, ich hab reingepinkelt, Alter. Okay.